So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und ich habe nochmal Double Masters 2022 aus der Kiste gekramt. Draft Booster. Damals gab es ja keine Set Booster. Und die haben ja diese wunderschöne Open Lasche. Und oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Ich habe es geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Ja, stimmt. Hier waren ja die Reihenfolge war hier anders. Wir müssen jetzt von hinten aufdrehen. Wir haben Living Lightning, 4×3/2. Wenn er stirbt, kriegt er bei Instant Sorcery aus dem Friedhof auf die Hand. Okay. Not bad. Dann haben wir Quasali Pride Mage, geile Karte. Ein weißes, ein grünes, 2/2. Mit Exalted, ein Mana opfern wir den, zerstören Artefakt oder Verzauberung. Sehr gut. Dann haben wir Web Weaver Changeling, 5×3/5 Changeling Reach. Wenn er ins Spiel kommt und wir drei oder mehr Kreaturen im Friedhof haben, kriegen wir 5 Leben. Kenne ich gar nicht. Hero of the Games. 3×3/2, immer wenn man Spell castet, der den targetet, kriegt er plus 1. Also Heroic. Der hat einfach Heroic. Auch wenn sie es nicht draufschreiben. Militia Burglar. Der ist mittlerweile Common. Krass. Macht das was mit Pauper? Ihr müsst mir das sagen. Macht das was mit Pauper? 3×2/3, Wachsamkeit, wenn ihr ein Spiel bekommt, guckt mir, du musst 4 Karten an, könnt eine Kreatur mit Stärke von 2 oder weniger aus Down Draw vorzeigen, auf die Hand nehmen, den Rest und das Deck legen. 3×2/3, Wachsamkeit, Human, der eine Karte tot hat, ist doch geil. Severed Strands, 2×1 Sorcery, als zusätzliche Kosten opfern wir eine Kreatur, wir kriegen Lebenspunkte in Höhe der Toughness und zerstören eine Kreatur, die Gegner kontrolliert. Not bad für 2 Mana. Dann haben wir Even Initiant. 4×3/2 fliegen mit Embalm. Können wir aus 7 Mana aus dem Friedhof exilen, um einen Token zu generieren, der eine Copy ist. Settle Beyond Reality. 5 Mana Sorcery. Wir suchen eins oder beides aus. Wir exilen eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Oder wir exilen eine Kreatur, die wir kontrollieren. Am Ende des Zuges kommt die wieder ins Spiel. Direkt kommt sie wieder ins Spiel, nicht Ende des Zuges. Dann haben wir Mr. Witch, die habe ich lange nicht gesehen und nicht vermisst. 2×1/1 für 4 Mana exilen wir eine Kreatur und bringen sie wieder und zumindest Endsteps wieder. Mehr Flicker-Effekte. Das war unser erster Ankam. Unser zweiter Ankam ist Outsorious Chancery. Kommt getappt ins Spiel und man nimmt einen Landzug auf die Hand, tappt für ein weiß oder blaues. Dann haben wir Bandcharm. Cool, hier sind Bandcharms dran. 3 Mana, wir zerstören eine Kreatur. Ne, jetzt ist ein Artefakt, legen eine Kreatur oben aufs Deck, ne, unters Deck. Und counter ein Instant Spell. Okay, not bad. Dann haben wir als erste Rare T-Nap der Harvester, geil. Absoluter Zong. 6×6/6 fliegend. Wenn ihr eine Schaden zufügt, können wir 3 Mana bezahlen, um eine Kreatur aus dem Friedhof, wieder ins Spiel zu bringen. Okay. Und als zweite Rare haben wir Atarkas Command. Auch nicht so geil. Ein rotes, ein grünes. Wir suchen uns 2 aus. Der Gegner kann kein Leben kriegen. Wir fügen 3 Schaden an jedem Gegner zu. Wir legen ein Land von der Hand ins Spielfeld oder Kreaturen kriegen plus 1 zum Reach, bis man es so ist. Als Foils haben wir Carrier Thrall. 2×2/1. Wenn er stirbt, kriegen wir einen 1/1 Eldrazi Skyen, den man opfern kann, um einen Mana zu bekommen. Und Fire Mind Vessel. 4 Mana, kommt getappt ins Spiel, tappen für 2 Mana verschiedener Farbe. Dann haben wir noch Night Zombie und Cryptic Spires. Stimmt, die war das erste Mal Cryptic Spires dran. Gute Karte. Ich hoffe, es hat Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blackseed. Ciao, ciao.